Heute. Wir dürfen einen Tag nur Bubbles essen. Ich habe einfach eine Bubble auf the Bubbles gefunden, Anna. Yes. Ja, du bist so ein Stück Käse. Wir wollten jetzt offiziell sagen, dass wir... It's me. Just me. Woo. Peace, warte, ich los meine Haare. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Kamera, hinter der Annas Kamera. Was geht? Und wir haben uns dazu entschlossen, uns heute einen Tag nur von Bubbling Food zu ernähren. Wir haben unnormal lange kein Essensvideo mehr gemacht. Du hast auch noch nie mit mir ein Essensvideo gemacht. Das wird immer sehr lecker. Manchmal. Manchmal findet man was Gutes, manchmal nicht. Aber ihr habt euch das auf jeden Fall gewünscht. Und deswegen werden wir das heute umsetzen, so wie Schüler, die frech sind. Wenn es mindestens eine Serie wäre, dann hätte ich heute das Outfit, das passt mir dazu an. Oh. Weil das sind ja immer die Wolken, ne? Und dann kann man nur noch sitzen und dann muss man sich auf das Sofa setzen. Und wir haben noch nichts gegessen und deswegen sind wir sehr hungry. Bubble Food, was fällt dir zuerst ein, Anna? Bubble Waffle. Das ist mir auch direkt in den Sinn gekommen. Und deswegen dachte ich, hey, das ist ein gutes Thema, weil ich habe da ein bisschen Bock drauf. Ne? Wir werden erstmal in einen Supermarkt fahren. Aber ich vergesse hier das Mal. Das ist meine Meditation am Morgen, wenn ich dagegen komme. Dann kommt dieses Klanggeräusch und ich bin so, okay, jetzt wird erstmal entspannt. Wir fahren erstmal in einen Supermarkt und da suchen wir erstmal alle Regale ab, alle Gänge, nach irgendwie so irgendwas mit Bubble draufsteht, was für Bubbles aussieht, so Seifenblasen, Bubblegum, irgendwie sowas. Seifenblasen, Flüssigkeit trinken, wir wissen noch nicht genau. Wir fahren einfach in so einen großen Supermarkt, Kaufland oder genau. Mach dir deine Sachen und let's get something bubbly. Ich glaub's quasi auch fast nicht, aber Anna hat heute schon einen Beitrag zu unserem Bubbles-Tag. Übrigens, eine von den Powerpuff Girls heißt auch Bubbles. Wer ist nochmal Bubbles von uns? Weil hier sind Anna und ich, wir sind die drei Powerpuff Girls und einer heißt... Wer ist Bubbles? Ich, oder? Ich glaube, du bist Bubbles. Oh mein Gott, stimmt. Wir haben mich nämlich auserwählt als Bubbles, weil die ist so feurig und mit den pinken Augenbrauen. Auf jeden Fall, hier, Anna hat Himbeeren mitgebracht. Mhm. Und das sind ja eigentlich so quasi ganz viele kleine Bubbles. Also, sieht auf jeden Fall so aus. Guck mal, hier ist eine einzelne. Eine einzelne Bubble? Du lebst voll in deiner Bubble, Alter. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal so ein kleiner, Appetizer. Kannst du mal bitte nicht so laut sprechen? Das ist wie bei Dings, bei High School Musical, wenn die get in the game. Wir brauchen einen Basketball. Okay, erstmal, obwohl ja, also alles, was so kleine Bälle hat, ne, und alles, was so kleine Bubbles hat, können wir eigentlich essen. Ne? Das sieht für mich auch schon bubbly ja, aus. Ja, ne? Das sind eigentlich auch Bubbles. Also wir haben ja, aber Himbeeren hatten wir jetzt schon. Ne? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall was zu trinken und irgendwas Festes zum Beißen. Das weißt du noch die Mochis? Boah, der schmeckt so geil, ich teile den nicht mit dir. Krass, oder? Nee, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Im Auto. Es war so schön mit dir, die damals, die schön alten damals. Weißt du, was bubbelig ist? Oh mein Gott, das sind sowas von Bubbles. Hast du das schon mal gegessen? Nee, tatsächlich Kaviar? Noch nicht. Nee, noch nicht. Wen nehme ich aber? Welchen Kaviar nehmen wir denn mal? Das ist am doch teuersten. Eigentlich... Ach so, ja, aber ich halt die Zahl. Der am teuersten ist doch der beste, oder? Der kostet 12,99 €. Nein, das ist reingeschissen. Hier, wir nehmen so eine kleine Dose von dem teuersten Kaviar Westeuropas. Das sind so keine Fisch-Eier. Wir befinden uns hier gerade in einer schwierigen Diskussion, Anna und ich. Also wir debattieren gerade darüber, was ist Bubbles und was ist Kugel. Kennt ihr diese Schokopops? Sind das jetzt Kugel? Es sind mehr Kugeln, das sind keine Bubbles, so, ne? Weil Mozzarella, so kleine Mini-Mozzarella, könnte... Also sind Bubbles, sind klein oder was? Nee, das nicht. Bubbles sind eigentlich eher so also... Viele nebeneinander. Viele nebeneinander. Ah, okay. Ganz ehrlich, wir hätten heute einfach einen Tag Einhörneressen machen sollen. Es gibt kein Bubbles, aber es gibt einfach Käse in Einhornform. So, das ist so, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Aber okay, alles ist möglich. Ich habe einfach eine Bubble of the Bubbles gefunden, Anna. Ich dachte mir gerade so, hä, wäre voll chillig, wenn dieses Fladenbrot ein bisschen runter wäre. Aber look at this, das sind da, das ist so. Das sind Bubbles. Oh, und das ist warm. Das ist einfach warm. Es kondensiert hier gerade noch an. Boah, ich habe richtig Bock, das zu essen. Also dieses Brot ist mindestens gerade erst aus dem Ofen gekommen. Kennst du diesen Burger-Tester? Ich bin so im Brot. Aber was machen wir noch drauf? Wir können das so mit Kaviar essen. Ich bin echt froh, dass wir das so definiert haben, dass es so aneinander sein muss, die Bubbles. Weil sonst hätten wir auch jetzt uns schön Rosenkohl gönnen können. Obwohl, Rosenkohl ist eigentlich lecker. Ich wollte gerade sagen, du magst Rosenkohl. Ja, also das Ding ist, es wird einem so eingeflößt, dass Rosenkohl so nicht lecker ist und so. Weil das Rosenkohl so richtig schmeckt so, gut. Kann man geil machen. Übel. Hey, kannst du mir das mal machen? Ja. Kann ich dann aber auch bei dir übernachten? Nee. Weil ich muss immer so Dings, ich habe danach meine Verdauung wird angeregt und manchmal es kommt so eine Luftblase aus mir raus. Nur wenn wir unter einer Decke schlafen. Hä? In einer Hose, in so einer XXL-Hose. Okay, jetzt stopp. Falls dir jetzt gerade etwas einfällt, ne, was mit Bubbles zu tun hat, dann schreib das auf jeden Fall mal in die Kommentare oder was wir als nächstes einen Tag nur essen sollen, weil dann sind Anna und ich auch wieder unterwegs, oder? Oh nein. Es tut mir so leid. Es tut dir gar nicht leid. Jetzt auch nicht. Okay, jetzt auch. Was denn? Nö, jetzt nicht mehr.
Ich hab dich auseinandergenommen. Okay, mach mal weg. Robbie Bubble. Robbie Bubble. Weil es ist bubbly. Hey, ich nehm einmal Doppelapfelminze. Yeah. Das ist doch dieser typische, ich bin in einem Shisha-Club-Dings-Eistee, oder? Ja. Wir haben tatsächlich ein Getränk gefunden und ihr kennt doch hier, ich werde es nicht Sun nennen. Ich werde es Capri-Sonne für immer mein ganzes Leben. Ich bin so aufgewachsen und ich werde auch so von dieser Welt gehen. Capri-Sun. Bubbles. Ich werd's nicht sammeln. Capri-Sun. Honest. Mm. Wir sind heute nicht ehrlich. Anna, du siehst sehr gut aus. Anna, wir sind in deiner Abteilung. Juhu! Möchtest du mit Ingwer oder möchtest du mit Granatapfelfrucht? Berry. Wir lassen es heute richtig krachen, würde ich sagen, meine lieben Freunde. Anna hatte die Idee ihres Lebens. Luftblasenschokolade. Tja. Dafür muss man studiert haben. Ja, das sag ich euch. Wo ist es denn? Geradeaus und rechts, bitte. Alles muss man selber machen hier. Ich hasse ja kleine Löcher, ne? Ich habe da so eine kleine Phobie und ich schwöre, es sieht original so darauf aus. Es sieht gar nicht appetitlich aus. Aber wir nehmen die auf jeden Fall. Dann haben wir einen guten Einkauf, oder? Das Brot ist auch noch ein bisschen warm, weil ich habe das in Nähe von meines Herzens und mein Herz ist auch sehr warm. Also das ist hier... Brother, ne, wird hier wieder genannt. Aber wo sind die Sisters? Girl Power und so. Sisters, hast du Bock auf eine Runde, kleine Runde, wenn ich du wäre? Das wäre doch so witzig. Komm, wir werden ja heute noch essen gehen. Hast du dann Bock, das Essen mit diesem Geld zu bezahlen? Ja. Chillig. Dann holen wir das jetzt auch noch. Und die Seifenblasen. Das brauchen wir auch unbedingt. Oh. Brauchen wir auch ein bisschen Bubblegum wegen Zähneputzen und so danach? Ja. Bubblegum. Das zählt. Was ist das für ein weirder Einkauf? Okay, wir benutzen das einfach als Nutella-Ersatz und stecken das da rein. Das ist eine gute Idee. Siehst du dieses Törtchen mit diesen Bubbles da drauf? Das sieht schon bubbly aus, oder? Ich meine, da sind halt so viele Heidelbeeren drauf. That's bubbly. Werden wir high davon? Ja. Wird man high von diesen Heidelbeeren? Ja. Können wir diesen Heidelbeer-Bubble-Torten-Dings haben? Heidelbeer-Törtchen, natürlich. Heidel-Bubble-Törtchen. Ohne Bubble. Einfach echt, dann können wir das nicht nehmen. Warum? Wir dürfen einen Tag nur Bubbles essen. Es sind Bubbles. Sie hängen zusammen. Ja. Es sind Bubbles? Nee, ich weiß nicht, was Bubbles ist. Bubbles sind so viele kleine Kügelchen. Nee, ist nicht. Na gut. Normaler Heidelbeer. Oh shit, okay, dann können wir das. Aber danke schön. Sie hat gerade einfach unser Leben zerstört. Sie hat gerade einfach uns eine Möglichkeit zerstört, so ein richtig leckeres Törtchen zu essen. Das sind keine Bubbles. Das waren offensichtlich Bubbles. Wir haben es uns bequem gemacht und haben uns niedergelassen in Annas wundervoller Küche. Und erstmal ganz ehrlich, wir haben ja was zu feiern heute, oder? Ja. Willst du mal unseren Gästen, ihr seid unsere Gäste, mal erzählen, was wir zu feiern haben? Du musst jetzt mir nach uns sagen, was wir heute feiern. Du weißt es doch, wir haben das doch abgesprochen. Ach so, genau. Also, Kim und ich, wir wollten jetzt offiziell sagen, dass wir beste Freunde sind! Oh mein Gott! Hier sind auch noch... Was denkst du? Was denkst du? Es geht. Oh mein Gott. Das sieht so cool aus. Der ist so... Hä? Wie geil sieht das aus? Sieht das bubbly aus? Cheers. Was war das denn für ein... Cheers! Man schmeckt, dass da Vitamin C drin ist. Schmeckt so nach diese Tablette, die man auflöst, ne? Ich wusste, dass das widerlich schmeckt. Ja, wegen dem Vitamin C. Wir brauchen keine Vitamine. Darf ich mal probier mal ein Stückchen. Prost, Rosche. Wer ist das? Okay, wir werden überfallen. Klar, ich als Einbrecher klingel ich, nehme ich auch immer die Klingel. Ich glaube, meine neuen Schuhe sind da. Soll ich die mal ganz schnell holen? Ja, hol die mal ganz schnell. Ganz schnell? Ganz schnell. In der Zeit werde ich uns schon mal ein richtig nice Chocolate Bubble Bread machen. Eigentlich wollte Anna eine Bubble abmachen. Das ist aber auch satisfying. Das ist so cool. Das sieht auch so cool aus. Es war so satisfying, mit so Bubble abzumachen. Oh mein, endlich das Ernst! Kannst du uns jetzt die Schuhe zeigen? Nee, wir essen jetzt Bubbles. Also du übertreibst aber auch schon wieder maßlos, ne? Es ist noch nicht Freitag. Man muss hier jetzt einfach sich ein Stück davon abmachen. Und dann macht man sich das hier auf sein Bubble Bread. No way. Das schmeckt Baba. Ich schwöre auf alles, das schmeckt unnormal geil. Schmeckt das nicht einfach wie Schokolade auf Brötchen? Hä? Das schmeckt unnormal gut. Machen wir mal ein Stück ab. Du hast schon dein ganzes Innenleben rausgegessen. Ja, ich mag das. Und dann befülle ich das jetzt wie so eine Dönertasche mit Schokolade. Okay. Hier musst du jetzt abbeißen, okay? Okay. Lag das so auf dem Boden? Nein, wieso kommst du da drauf? Und? Diese Essensvideo andere Lieder, weil Anna und Essen, das muss perfekt sein. Es schmeckt lecker, aber es schmeckt wie lecker Schokolade. Wer probiert zuerst, Kaviar? Schnee. Was? Bis eins? Schnee, Schnee, Schnee. Feuer! Feuer verbrennt Papier. Weißt du, du hast geschummelt, wie war das? Oh yeah. Was? Oh, das sieht so bubbly aus. Das sieht so eklig aus. Irgendwie aber auch ganz cool zu meinen Nägeln. Mohn schmeckt dazu besonders gut. Wo ist mein Champagne? Dankeschön. Soll ich mal eins zu trinken? Okay. Meine Nase funktioniert nicht so gut. Habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt, dass ich mit meiner Nase eine Kettensäge machen kann? Mach. Manchmal, wenn wir nachts im Wald unterwegs sind, dann tue ich so, als ob ich Bäume abholze.
Ich habe überlegt, zur Supertalent zu gehen, ne? Hey, es ist schon echt, ne? Es ist schon wirklich echt. Es ist schon gut. Leute, bitte seid mal ehrlich, es ist wirklich gut. Das Geräusch ist wirklich gut. Das ist ein Talent. Oh, danke. Oh Gott, ich bin so motiviert gerade auf das zu essen. Ich kann gar nichts mehr, kann meine Laune gar nichts mehr hier vermindern. Magst du eigentlich Fisch? Das platzt wirklich auf. Oh nee, das nicht. Ich stink so nach Fisch, ne? Dann kann es aber nicht so schlecht gewesen sein, wenn du es nochmal abbeißt, oder? Ich glaube, ich schenke das meiner Mutter. Die freut sich bestimmt. Und sagt so, Mama, schau mal, ich habe dir was mitgebracht. Kaviar. Und dann sagt sie so, Kind, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann sag ich, Mama, nimm ruhig alles. Wir sind on the road und oh mein Gott, das ist das perfekte Wetter für welchen Song? Sommergewitter. Wir fahren gerade nach Hannover, denn wir haben uns einen Laden rausgesucht. Es ist wirklich gleich Gewitter, glaube ich. Sommergewitter am Winkler, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly drauf und den Panoramadach. Ja. Eltern kamen mit zwei Taschen damals, hey. Deshalb lag ich das Papier in einem Bett und dann mach ich, was ich machen muss. Die Kost am BRB, nur für die auf den Straßen. Genau, da ist voll der Fleck, aber ganz ehrlich, das macht das ja nur sauber, ist ja Seife. Ich liebe das Wetter. Voll geschwebt, die Regentropfen. Wie viel wiegen ein Kilo Regentropfen und wie viel wiegen ein Kilo Federn? Was ist schwerer? Ein Federn. Sommergewitter. Guck mal, du kannst hier drunter, wo das Loch ist. Danke, das ist so nett. Check doch meinen Kopf einfach ganz durch. Danke, das schützt mich unnormal. Kannst du mich hier ein bisschen schützen? Wir sind 200 Meter weg von unserem Traum des Essens. Hier ist vorne eine Pfütze. Schubst dich rein. Die Leute denken, wir sind richtig komisch. Wir sind richtig besoffen oder so. Anna! Ist nicht witzig. Digga, du siehst so lustig aus. Wieso? Ihr Hütchen. Welches Hütchen? Wir sind bereit. Ihr habt ja diese Bubble Waffles, ne? Nee, aktuell nicht. Ich hasse mich selber. Dankeschön. Alter, wir sind jetzt gerade 40 Minuten hier durch den Regen und so, ne? Und jetzt gibt's hier einfach keine Bubble Waffle. Wir sind gerade so fertig. Wir sind so schnell gerannt. Ich finde diese Musterung von meinem Pullover jetzt richtig fresh. Ich glaube, ich muss rein. Lass doch einfach mit offener Tür fahren. Wie diese UPS-Menschen. Die sagen so, wenn ein Paket rausfällt aus Tür, ups. Deswegen heißen sie so und lassen immer Dings Tür offen. Wir befinden uns jetzt vor einem Laden, dessen Name tatsächlich Prevence Bubbles. Also ich glaube, wenn wir hier nichts finden, dann werden wir nirgendwo was finden. Lass uns hineinspazieren. Habt ihr Bubble Waffles? Yes. Wir können hier alles nehmen, was unser Herz begehrt. Guck mal hier, Schüler und Studenten bekommen 10% Rabatt. Gut, dass wir Studenten sind. Ja, wir haben nur unseren Schülerausweis vergessen, aber ist nicht so schlimm, oder? Du glaubst uns doch, oder? Yes. Auf jeden Fall. Danke. Hier ist eine Schokosause. Ist Sause nicht so eine Feier? Mhm. Hier steigt die Sause. Fresho! Anna hat heute mal wieder richtig Glück. Sie hat ihre Waffe ungefähr schon seit 15 Minuten. Und ich warte ungefähr seit 15 Minuten auf meine. Good things take time. Das ist, glaube ich, gleich soweit. Er hat mir gerade diese Handzeichen mit Augen gegeben. Entweder er wollte links meine Nummer haben oder er sagt mir, dass meine Waffe gleich fertig ist. Letzteres wäre mir lieber. Sie hat ihre Waffe eigentlich schon fast aufgegessen. Also guck mal, ich habe meine immer noch nicht. Dafür musst du mit diesen 20 Euro bezahlen. Sag hier, stimmt so. Oh, damn! Ey, die sieht crazy aus. Manchmal lohnt es sich, etwas länger auf die Dinge zu warten, die man haben möchte. Denn am Ende wird alles gut und dieses wundervolle Erlebnis erleben. Soll ich mir den Tag vorstellen? Wir brauchen auf jeden Fall noch was Salziges. Hast du eine Idee? Pizzabrötchen oder sowas? Ich habe immer eine Zeit lang auf YouTube viele Rezepte mir angeguckt. Mhm. Habe ich eigentlich irgendwo Schokolade? Sagst du mir das, wenn ich das habe? Ja. Okay. Da ist mir so ein Typ in meinem Kopf geblieben und der hat so eine Bubble-Up-Pizza gemacht. Ja, Mann. Wir werden dafür einkaufen gehen und dann werden wir die zubereiten. Aber erstmal Gönnung. Du siehst richtig süß aus, ja? Dann bin ich auch Karamell. Habe ich irgendwo Schokolade? Uh-uh. Gut. Wir haben noch ein richtig cooles Getränk hier bekommen. Ein Bubble-Tea. Danke. Ja, schön. Ey, Anna, weißt du, was richtig Spaß macht? Was? Okay. Bist du behindert? Mann, kriegt dich. Sorry, du darfst auch einmal bei mir los. Was war das denn? Digga, du musst durch Strohhalm schießen, damit du richtig die Katapulteffekt hast. Ach so. Du bist so ekelhaft. Ich dachte, das ist super schnell. Ach so, das ist jetzt ekelig. Drip, drip, drop. Also, es sieht so gefährlich aus. Schon geil. Komm, hallo, Anna möchte das gerne bezahlen. Ja, ich würde gerne bezahlen. Oh. Yes. Yes, 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 yes. Stabilsten Umsatz heute gemacht. Geil. Das passt. Das passt? Stabil, danke schön. Es ist Abendbrotzeit. Wir haben uns hier versammelt. Anna war schon beim Arbeiten, jetzt ist sie wieder da. Lisa hat schon das Rezept, sie hat das Geheimrezept nämlich. Wir haben hier einmal das. Wir haben hier diese bubbligen kleinen Mozzarella-Kugeln und diese bubbligen Tomaten. Und ja, lasst euch überraschen, was hier raus gleich entsteht.
Ja! Yes! Oh, das ist, wenn man das einfach ein bisschen länger draußen liegen lässt, dann fängt das schon an, ein bisschen schlecht zu werden, dann poppt das auch richtig. Hm. Top-Tipp. Hoffentlich wird das was. Gemeinsam zusammen werden wir es schaffen. Aschaffenburg, da komme ich her. Jetzt werden wir, das ist ein sehr gut zum sehr gut zu portionieren. Hast du keine Kelle? Ja, aber eine Schelle kann ich dir geben. Okay. Hi! Ah! Ich tue jetzt so hart, aber eigentlich tut das richtig doll weh. Kann jemand 112 anrufen? Dieser Pullover ist viel zu oversized, ne? Ich brauche einmal ein Skalpell, bitte. Skalpell, das ist ein Wort für meine Monsterelle. Wieso sind die offen? Oh, wollen wir die so dazwischen? Oh mein oder Gott. Drauflegen? Oder drauflegen? So? Ja, das sieht so bubbly aus, oder? Das wird mein Stück hier. Hier machen wir noch ein paar Dings. Tomaten für den extra Bubble-Effekt drauf. Wie findest du das? Mhm. Was denn? Aber da fehlt der Käse. Käse? Der kommt doch von da. Das ist viel zu wenig. Ich habe halt schon ein paar Mozzarella-Kugeln einfach so einen Snack drauf. Ach so. Du stehst übrigens im Mozzarella-Juice. Oh, ich, oh. So. Auch Bubble, weißt du? Das ist thematisch passend. So kommt das Ganze jetzt erstmal für 15 Minuten in den Ofen. Ja, warte, alles Probe. Ey, du bist so behindert. Ich sollte immer aufs. Ken! Ich schwöre. Digga! Du bist so ein Stück Scheiße, Mann! Mann! Ich mobb dich. Ey, das ist unnormal asozial. Es war Regenwarnung gesagt. Das ist einfach Glasreiniger. Ja, danke. Meine ganzen Beine sind nass. It is ready. Also bei dem Rezept sah das ein bisschen anders aus, aber sieht schon bubbelig aus. Jeder hat jetzt hier eine kleine Bubble. Groß, Leute. Oh, wir machen richtig Filmabend, ne, mit YouTube-Videos. Ach, ihr habt noch gar nicht gesehen, wie das ausgefahren aussieht. Das ist nämlich hier die Construction mit dem Tisch. Ja, es passt perfekt einfach irgendwie hier durch mit den Lampen und man kann perfekt gucken und es ist einfach wow und schön und toll. Guten Funden!